Nun zum dritten Teil der Aufgabe zur Berechnung der Generatorspannung. Die Aufgabenstellung lautet: Berechne die Spannung UG, die vom Generator geliefert werden muss. Also es soll die Spannung hier links berechnet werden, die vom Generator geliefert werden muss, wenn wir an der Spule eine Spannung von 230 Volt erhalten. Gut, schauen wir uns nochmal an, welche Daten gegeben sind. Wir hatten den ohmschen Widerstand des Motors mit 80 Ohm gegeben. Wir haben den Leitungswiderstand mit 10 Ohm gegeben. Und wir haben den Wechselstromwiderstand der Spule des Motors mit 31,4 Ohm gegeben. Zudem hatten wir aus der zweiten Aufgabe, also aus der Aufgabe 1.2, den Strom berechnet, die Stromstärke I gleich 2,67 Ampere, die also sowohl durch den Motor fließt als auch durch die Leitung fließt. Gut, wenn man sich jetzt die einzelnen Spannungen mal anschaut, kann man über einen Spannungsumlauf sehen, UG, also die Spannung, die hier links abfällt, ist gleich der Spannung URL plus URM plus ULM. Diese Spannungen müssen natürlich geometrisch addiert werden. Das heißt, man darf nicht nur die Zahlenwerte addieren, sondern muss auch beachten, in welcher Phasenlage die einzelnen Spannungen sich befinden. Wenn wir einmal die Werte berechnen, dann können wir uns einmal den Leitungswiderstand hier oben anschauen. Dadurch fließt der Strom I. Das heißt, URL ist gleich RL mal I, sind Zahlen eingesetzt, 26,7 Volt. Der gleiche Strom fließt auch durch RM. Das heißt, URM ist gleich RM mal I. Zahlenwerte eingesetzt, ergibt 213,6 Volt. Und dann, wenn unser XL gegeben ist, das heißt die Spannung ULM, die hier an der Spule abfällt, ist gleich XL mal I, das sind 83,9 Volt, wenn man die Zahlenwerte einsetzt. Das sind die reinen Zahlenwerte der Spannungen. Gleich berücksichtigen wir noch die Phasenlagen. Räumen wir erstmal hier auf der rechten Seite ein bisschen auf, schreiben wir unsere Werte hin. Und gucken uns jetzt einmal die Phasenlage an. Dazu geht man am besten hin und legt den Strom in die X-Achse. Das heißt, wir haben hier den Strom I, der entsprechend durch diese Bauelemente fließt. Und jetzt schauen wir uns mal an, in welcher Phasenlage denn die einzelnen Spannungen liegen. Die Spannung URM, also die Spannung an dem ohmschen Widerstand RM, ist natürlich in Phase zur Stromstärke I. Das heißt, auch diese Spannung ist waagerecht. Dann die Spannung ULM ist um 90 Grad Phasen verschoben. Die Spannung eilt dem Strom 90 Grad vor, beziehungsweise der Strom eilt der Spannung 90 Grad nach, wie das bei Spulen eben der Fall ist. Und wenn wir diese beiden Spannungen jetzt addieren würden, also URM plus ULM, geometrisch addieren würden, dann kämen wir auf die Spannung U. Das ist diese Spannung hier, das sind eben diese 230 Volt, die an dem Motor abfallen. Das könnte man auch probeweise mal berechnen, also URM, diese 213,6 Volt, wenn man die quadriert, plus 83,9 Volt zum Quadrat, daraus die Wurzel nach Pythagoras, kommt man im Prinzip auf U und dann hat man die 230 Volt. Gut, das wäre jetzt nur eine Probe. Wir möchten ja wissen, wie groß ist denn die Spannung UG, die hier vom Generator angespeist werden muss. Das heißt, zu diesen beiden Spannungen kommt dann noch die Spannung URL. Also wir nehmen das immer wieder weg und nehmen da ein URL dazu. Ist diese Spannung URL liegt wieder in Phase zum Strom, weil es ein rein ohmscher Widerstand ist. Den Wert haben wir hier oben berechnet und haben somit die Spannungen URM, ULM und URL, die wir jetzt addieren müssen. Die Spannung nehmen wir weg. Jetzt müssten wir die Pfeile aneinander hängen. Wir könnten zum Beispiel URL nach oben verschieben oder wir verschieben ULM nach rechts. In diesem Fall verschiebe ich mal den Zeiger, der nach oben geht, nach rechts, sodass ich dann habe URM plus URL plus geometrisch addiert ULM ergibt dann die gesamte Spannung UG. Ja, und das kann ich wieder geometrisch addieren über den Satz des Pythagoras. Das heißt, ich gehe einmal hin und sage URM plus URL, die beiden
Spannung kann ich einfach addieren, dann quadrieren. Dann habe ich hier letztendlich die gesamte Länge berücksichtigt plus ULM Quadrat. Und das zum Quadrat plus das zum Quadrat ergibt UG Quadrat. Wenn ich dann auf beiden Seiten die Wurzel nehme, steht letztendlich diese Gleichung hier unten. Und wenn ich die Zahlenwerte einsetze, dann kommt daraus 255 Volt.